Wir Jünger in einem Boot, mitten in der Nacht bei einem Riesensturm. Und dann schauen wir so in die Ferne, sehen eine weiße Gestalt auf uns zukommen. Wer ist es? Jesus. Läuft der Kerl einfach auf den Wellen auf uns zu. Wir konnten es nicht glauben. Wir hatten natürlich die Hosen gestrichen voll, komplette Angst, dass wir gleich untergehen und sterben. Und dann ruft Jesus so von der Ferne: Hey Jungs, kein Thema, wird alles gut. Und dann bei uns so einer: Ja, warum bezweifle ich das? Wer war das? Thomas natürlich. Thomas, der alte Zweifler, gell? Und ich so: Ja, natürlich, weil du bis zum Hals im Wasser stehst. Und na, dann rufe ich so großkotzig zu Jesus rüber: Hey Jesus, wäre echt super, wenn du mal wieder eins von deinen Wundern auspackst. Das war jetzt echt voll schön, auch angebracht. Wir würden es begrüßen. Und dann so mit dem letzten Galgenhumor presse ich noch raus: Ja, ich könnte ja auch zu dir rüberkommen, wenn es ist. Und ich habe vergessen, dass Jesus alles immer so wörtlich nimmt. Und dann sagt Jesus so: Okay, Petrus. Okay, Petrus, komm rüber. Und ich dachte mir so: Nein. Dann habe ich so umgeschaut, erwartungsvolle Blicke. Ich konnte ja keinen täuschen. Dann musste ich meinen Mann stehen, habe den ersten Fuß gesetzt und dann den zweiten. Und das Wasser hat mich getragen. Ich konnte es nicht fassen. Es hat mich getragen. Ich bin dann auf Jesus zugegangen, erst mal ein bisschen ängstlich. Und dann immer zuversichtlicher, dann angefangen, das ganze Programm, hat ein Rad gemacht, Flickflack, Rückwärtssalto, und dann bin ich so auf Jesus zu mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Hey, ich bin total gefreut. Dann haben wir angefangen zu feiern, und zwar war schön. Ja. Ciao. Okay, ich habe ein kleines Detail vielleicht vergessen. Ein kleines. Aber wer interessiert sich schon für Details, ne?